Toni Janschke mischt wieder mit. Der 27-Jährige ist im Mannschaftstraining und will so schnell wie möglich auch wieder eine Alternative für Borussias Defensive sein. Toni musste zuletzt wegen Problemen im Oberschenkel aussetzen. Insgesamt ist es wieder deutlich voller auf dem Trainingsplatz. Auch die meisten Nationalspieler sind heute wieder in Gladbach ins Training eingestiegen. Nur Fabian Johnson und Michael Cuisance werden erst in den kommenden Tagen zurückerwartet. Für die meisten Fohlen lief die Länderspielpause sehr gut. So standen mit Lars Stindl und Matthias Ginter im WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalelf in Tschechien gleich zwei Borussen in der Startelf und konnten zum Schluss einen 2:1-Sieg feiern. Ja, freut uns natürlich, dass wir Gladbach, glaube ich, gut vertreten haben in der Nationalmannschaft. Und auch wenn beide beim darauffolgenden 6:0-Sieg der DFB-Elf gegen Norwegen nicht zum Einsatz kamen, konnten sie ein insgesamt positives Fazit ziehen. Jetzt sind wir noch nicht ganz durch, haben noch zwei Spiele, auch ein wichtiges in Nordirland, wo es sicher nicht einfach wird, aber davor ist jetzt erstmal hier im Vereinsfußball, stehen wichtige Aufgaben an und da freuen wir uns jetzt alle drauf und dann, wenn es dann wieder soweit sein sollte, dann gehen wir, glaube ich, beide wieder sehr, sehr gerne zur Nationalmannschaft. Mit nun 8 Siegen aus 8 Spielen führt das DFB-Team die Tabelle der Gruppe C vor Nordirland an. Um die Qualifikation für die WM 2018 in Russland perfekt zu machen, braucht Deutschland noch einen Punkt aus den abschließenden beiden Spielen in Nordirland und gegen Aserbaidschan. Nicht nur bei der Nationalmannschaft läuft es für den Confed-Cup-Sieger Matthias Ginter gut, auch bei der Fohlenelf ist der Verteidiger bereits in den ersten Spielen eine feste Größe geworden. Also ich glaube, dass ich mich nie irgendwie so gefühlt habe, als ob ich mich integrieren müsste, weil die Mannschaft von den Charakteren einfach so aufnahmefähig war mir gegenüber. Der ganze Verein, auch die Fans haben es mir sehr, sehr einfach gemacht, hier anzukommen. Und ja, so habe ich mich auch gefühlt, dass ich von Anfang an auch gerade den jungen Spielern was mitgeben kann oder will auch. Und dass ich mich da auf jeden Fall auch als Führungsspieler weiterentwickeln kann. Das sind meine nächsten Ziele so in der Entwicklung. Und wie die ganze Mannschaft, glaube ich, bin ich da auch auf einem guten Weg. Und jetzt gilt es natürlich auch, die nächsten Schritte zu machen. Neben Deutschland schlägt sich auch die Schweiz in der WM-Qualifikation bestens. Die Schweizer Nationalmannschaft hat in Gruppe B weiter eine makellose Bilanz. 8 Spiele, 8 Siege. Doppelter Grund zur Freude für Denis Zakaria. Auch in der Nationalmannschaft erhält der 20-Jährige immer mehr Spielzeit und in Mönchengladbach konnte er mit seinen guten Leistungen in den ersten Pflichtspielen bereits punkten. Jetzt ist er zu Borussia Spieler des Monats August gewählt worden. In der gemeinsamen Wahl von Borussia und Devolo setzte sich der Neuzugang gegen Ibrahima Traoré durch. Geholfen hat bestimmt auch sein Treffer beim FC Augsburg. Zakaria hat ja gegen Köln nicht einen einzigen Fehlpass gespielt. Mister 100%, jawohl, geiler Doppelpass mit Stindl. Zakaria! Tor! 1:1. 8. Spielminute, Denis Zakaria mit dem ersten Bundesliga-Tor. Klasse Doppelpass mit Stindl im Mittelfeld und dann geht Zakaria da durch, hat nur noch Hits vor sich und schiebt den Ball ein aus 11 Metern. Nichts zu machen für Marvin Hitz. Zakaria ist der erste Spieler des Monats in der neuen Saison. Aus allen Monatssiegern wird am Ende der Spielzeit der Borusse der Saison ermittelt. In der vergangenen Saison entschied Kapitän Lars Stindl diese Wahl für sich. Auch Thorgan Hazard hatte im Rahmen der Länderspielreise etwas zu feiern. Als erstes europäisches Land nach Gastgeber Russland hat sich Belgien für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr qualifiziert. Die Roten Teufel gewannen am Sonntagabend bei Verfolger Griechenland 2:1 und sind 2 Spieltage vor Ende der WM-Qualifikation in Gruppe H nicht mehr vom Spitzenplatz zu verdrängen. Colo wird sich dem mexikanischen Erstligisten UANL Tigres anschließen. Colo war im Januar vom FC Sevilla zum VfL gewechselt, erhielt in der Rückserie der vergangenen Saison aber lediglich 2 Kurzeinsätze, einen in der Bundesliga und einen in der UEFA Europa League. In der Sommervorbereitung hatte sich der 25-jährige Franzose einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und lief daher in der laufenden Spielzeit noch nicht für die Fohlenelf auf. Bei seinem neuen Club in Mexiko hat er einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben. Gestern haben 2 ehemalige Borussen jeweils einen runden Geburtstag gefeiert. Rudi Goris, der von 1976 bis 1980 für Borussia spielte und 1977 Deutscher Meister sowie 1979 UEFA-Pokalsieger mit der Fohlenelf wurde, feierte seinen 60. Geburtstag. Karl-Heinz Drigalski ist 80 Jahre alt geworden. Drigalski lenkte als Präsident 5 Jahre die Geschicke des Vereins, davor war er 20 Jahre Konditionstrainer beim VfL.
Borussia wünscht auf diesem Wege noch einmal alles Gute. Durch den Sieg des Niederrhein-Pokals in der vergangenen Saison hat sich Borussias U19 dafür qualifiziert, in dieser Spielzeit im DFB-Juniorenvereinspokal antreten zu dürfen. Das erste Spiel stand beim 1. FC Saarbrücken an. Die Jungfohlen konnten sich mit einem 2:1 durchsetzen. Die Tore für die Borussen erzielten Noah Holtschoppen und Alper Arslan. Der Siegtreffer fiel dabei erst in der Nachspielzeit. Im Achtelfinale tritt Borussias U19 nun auswärts bei der U19 von Dynamo Dresden an. Die Begegnungen werden voraussichtlich am Samstag, den 30. September und Sonntag, den 1. Oktober ausgetragen. Wann genau die Partie der jungen Fohlen steigt, wird noch festgelegt. Im Ligabetrieb spielt am kommenden Samstag dann wieder Borussias U23, um 14 Uhr beim KFC Uerdingen. Borussias Frauen müssen ebenfalls am Samstag ran, um 14 Uhr zu Hause im Reiter-Grenzland-Stadion gegen das zweite Team vom VfL Wolfsburg. Die U19 spielt am Sonntag um 13 Uhr auf dem Gelände des Borussia-Parks gegen den SC Paderborn. Und zum Schluss noch eine Meldung für Kurzentschlossene. Für das Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstagnachmittag gibt es noch rund 4000 Tickets. In allen Bereichen, außer in der Nordkurve. Ich glaube, dass wir gerade zu Hause eigentlich auch das Spiel machen werden, dass wir auf eine kompakte Mannschaft treffen werden und dann natürlich versuchen, dagegen Lösungen zu finden, Chancen auszuspielen. Und dann unser Spiel da auch durchzudrücken.